Tremiolok, meine Freunde. Ich bin es wieder. Wah. Dovahkiin, Charu, mit LB hinten dran mit übelsten Lags. Ah, natürlich muss sich der Computer entscheiden, jetzt ein Update runterzuladen. Ich einfach so zu spielen, sonst pausiere ich und mach später weiter. Aber ich habe gerade trotzdem Bock. Also, in der letzten Episode. Ach Gott. Sind wir tiefer in den Feuerschleierhügel eingedrungen? Hilfe. Und. Lag, 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 lag. Hilfe. Okay, das geht so nicht. Kurze Pause, Leute. So, okay. Haha, die Lags sind endlich vorbei. Und es ist Abend, ja. Ha, so. Ich muss sagen, wir können jetzt eigentlich weitermachen mit unserer Erkundung des Feuerschleierhügels, in dem doch mehr Geheimnisse liegen als gedacht. Und ich hoffe, ich laufe jetzt einfach in die richtige Richtung. Und das. Und das. Und okay. Schwere Rüstung für... Yes! Sehr schön, das ist gut. Ich habe das doch aktiviert. Fuß Row. Komm schon. Okay, anscheinend will unser Dovahkiin nicht schreien. Wieso auch immer. Wir sind gerade am Verrecken. Ja, toll. Gut. Ich soll vielleicht doch einen Zaubertrank schlürfen. Kleinheit. Ach, nur ein normaler Drauger. So. Okay, boah, es ist ungewohnt jetzt. Oh, Level 49 auf Level 8. Na, egal. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich find's schön, das Spiel zu spielen. Ich freue mich schon mega auf Dragonborn. Es ist immer noch nicht draußen, war. Ich meine, die Xbox, die haben es so schön. Die kriegen alle Skyrim-DLCs einen Monat früher. Hehehe. Ich bin sowieso kein Fan von der Xbox. Hatte nie eine und werde wahrscheinlich auch nie eine haben. Eine mysteriöse Tür. Na, komm her. Oh, das ist eine Falle. Na, komm schon. Der Bogenschütze. Ach nein, eh. Und, hat sie ihn umgebracht? Hm, okay, das war jetzt ein bisschen fail. Wie gehe ich davor? Wie gehe ich davor? Alter Nordbogen. Okay. Komm schon. Und? Bam! So macht man das. Ja, Bögen finde ich allemal kühler. Cool als Magie. So. Kriegsaxt und Stahlschild. Ach, sehr schön. Mhm. So, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen dumm. Die Äxte sind schön gemacht. Lass mich raten. Ist schön. So. Da liegt auch schon ein Drauge. Den wollen wir schön fertig machen. Und dich da auch gleich noch dazu. Bleib liegen, Kumpel. Bleib liegen. Nichts los. Noch den Pfeil. Gold. Und das noch den Pfeil.
Pfeil und Gold. Dankeschön. Jetzt noch du. Gold. Danke. So. Ich würde jetzt eigentlich gerne irgendwie etwas noch von euch erfahren, so in den Kommentaren und so. Hehe, fiese Falle. Was war bisher eigentlich euer coolster Skyrim-Moment in einer... in einer... alten Nordruine? Also coolster Moment und der... Autsch. Hey, die sehen ein bisschen aus wie Kratos. Mit einem Bart. Hat Kratos einen Bart? Ja, ich spiele... Ich habe God of War 3 fast beendet. Aber dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr weiter zu spielen. Genau, also größter Fail und epischster Moment. Falls ihr natürlich Skyrim spielt, weil es nicht, dann... keine Ahnung, dann sagt, was euch hier bisher am besten gefällt oder so. Naja, kommt schon. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen, auch wenn ich nicht immer antworte. Mache ich meistens einfach so. Okay. Okay. Ich habe vielleicht sollte ich zuerst zwischenspeichern, falls ich alle Dietriche verbrauchen sollte. Komm. Damit ich einfach neu laden kann. Autsch. Ja, man ist eigentlich dran gewöhnt, über 100 Dietriche dabei zu haben und... Sehr schön. Ah, bald haben wir ein Level Up. Nein, ich will mich schleichen. Wasser. Wie passt so eine gigantische Gruft bitte unter diese Stadt? Alter Vater. Ich finde es ja schon cool, dass sie sowas von übertreiben hier. Weil das hat wirklich was Cooles, wenn man einfach in so eine Gruft kommt, dann ist es einfach so als riesengroß und so. Okay. Ja, lieber das Zeugs schon jetzt aufschließen, als danach zu sagen, nein! Okay. Ich meine, ja gut, die alten, Nord waren ja alle Anhänger des Drachenkultes, wie wir eigentlich lesen konnten. Also ja, Anhänger des Drachenkultes. Die Drachen haben ja über die Welt geherrscht. Okay, I see what you did there. Ah, jetzt muss ich die Zeichen suchen. Okay, da muss ich wohl hin oder da komme ich danach hin. Lass mich raten, die Tür ist abgeschlossen. Oh. Hör auf, mich mit Eis voll zu... Eisen. Oh, Level up! Yeah, wir sind stärker geworden. So. Neue Stufe. Ich habe letztens auch versucht, meinen PS3-Controller... Also jetzt als... Xbox 360 Controller da auszurüsten und es hat geklappt. Ich werde mal vielleicht eine Folge aufnehmen, wo ich mit dem Dings, also mit dem Controller spiele. Mal gucken, wie das dazu läuft. Nö? Nö? Na komm schon, ich will da hin. 40, gut. Schmiede, Kunst, Verzauberung, Veränderung, Wiederherstellung. Ja, ich bin dann einhändig vorbeigerannt. Ah, da ist es ja einhändig. 60% mehr Schaden. Was habe ich da? Okay, das habe ich noch nicht. Yes. Das ist so ein Gemetzel. Blutungsschaden, cool. Doppelsturm. Schön. Mal gucken. Ich möchte diesen Charakter mal was anderes probieren. Mal. Ist ja langweilig, wenn man ständig dasselbe macht. Außer bei Diablo 3, wo man in den höchsten Schwierigkeitsgrad kommen will. Mann, aber jetzt in Jänner habe ich... Stahlstulpenstiefel. Habe ich die schon an? Ja, habe ich. Jetzt habe ich einfach so viele Prüfungen. Nächste Woche sind es 4, übernächste Woche sind es 3. Das ist natürlich sehr nett.
Okay. Okay. Ich meine, alle Lehrer quetschen die Prüfungen in diese 2 Wochen im Januar. Das ist unglaublich. Gut, wir müssen die Zeichen finden. Weil sonst passiert da was Böses. Die Brücke wird nicht runterfahren, sondern uns fällt vielleicht irgendwas auf den Kopf oder so. Was weiß ich. Vielleicht müssen wir da ins Wasser. Hoppla. Geldbeutel. Oder? Das ist aber nur ein Drauger mit Gold, der anscheinend ersoffen ist. Und ansonsten eigentlich nicht viel. Okay, es bringt uns nichts. Okay, wo sind wir hin? Wo müssen wir uns umgucken? Jetzt verputzle ich die ganze Folge. Um hier in dieser Höhle, in diesem Draugergrab, nein, Nordgrab zu sein, aber ist es halt so meine Spielweise, ich erforsche alles, ich muss überall hingehen. Auch wenn es mir manchmal überhaupt nicht passt. Oh. Ist das das, wo ich da drauf treten muss? Dann dreht sich das Zeug. Ah! Ach so. Was ist das? Das ist der Vogel. Da haben wir den Wal, da haben wir nichts und nichts. Also Vogel. Hätte ich da gern. Danke. Da hätte ich gerne. Was ist dort? Da hätte ich gerne den Wal. So. Da wollen wir auch einen Wal haben und dort wollen wir eine Schlange. Okay. Ich frage mich, wie das funktioniert. Ich meine, jetzt sollte das funktionieren. Sehr schön. Wir haben eine Brücke und wir haben ein offenes Gitter. Oh, ein Gesundheitstrank. Nein, ich trage zu viel. 9. Da kommt ein Drauger auf uns zu. Er scheint uns nicht entdeckt zu haben. Tja, Pech für ihn. Killing Blow. Ja, ich bin noch nicht immer hinterhältig. Cool, ich kriege das dann sofort wieder ausge... Okay, was werfe ich weg? 2,5. Ah. Menu, ich will doch nichts wegwerfen. Kleidung. Wie viel sind die? 8. Eisenschild, das brauche ich nicht. Okay, da habe ich die Falle gesehen. Das tut weh. Das kann einen, glaube ich, niedrigen Level sogar one-hitten. Was mag das hier wohl auslösen? Irgendwas Böses. Ich wollte nicht den Dolch aufheben. Ich wollte den Seelenstein. Den ich nicht aufheben darf. Wieso auch immer. Okay. Das Nein, mein Dietrich. Okay, und? So. Aber das Jahr 2013, das wird wirklich ein geniales Jahr für Gamer. Oh, gestern wurde gerade das neue Pokémon-Spiel X und... das Pokémon
Pokémon X und Pokémon Y, ne? Das wurde gestern bekannt gegeben. Sechste Generation Pokémon, exklusiv in 3DS und dazu sowas von geil. Und sogar weltweites gleichzeitiges Erscheinungsdatum. Oh, ich sag's euch, Leute, das wird so schön. Ich bin eigentlich erst seit kurzem wirklich Pokémon-Fan. Erst seit 2 oder 3 Jahren. Ja, die Serie hat's bei mir vermasselt. Na, stolpert da. Was ist jetzt ausgelöst worden? Ich weiß es nicht. Und ich will es eigentlich. Ah, Steine. Gut. Die können böse sein. Es kommen so viele tolle Games raus. Mal gucken, vielleicht let's play ich ein paar von denen. Ich muss mir auch wirklich langsam einen Grabber zulegen. Ich kann mir nicht ständig die ISOs runterladen. Und es scheint, als ob wir hier langsam Oh, da ist wieder so eine coole Zeichnung. Also, langsam aber sicher komme ich zu einer Haupthalle, wo uns sicher ein Kampf erwartet. Feuerschleiertiefen. Ach, Autosave-Moment. Puh, wir sind fast am Ende der Folge. Wir haben eigentlich fast gar nichts gemacht. Geredet und gekämpft und... Hört ihr das? Oder bilde ich mir das nur ein? Skelett. Stirb. Und weg mit dir. Ja, das ist sowas von fair. Ah, das ist noch eins. So. Aber wir sind nur Skelett. Sie sind mit 1 oder 2 guten Schlägen meistens down. Und ah, das ist auch eine Brücke. Und zielen können sie anscheinend auch nicht, was gut ist. So, aber ich freue mich schon auf die richtig aufregenden Kämpfe. Wetten hat mir in den Kopf geschossen. Komm schon. Lass mich raten. Jetzt kommt die Draugr. Okay. Komm schon. So. Bleib du mal da unten. Ah, du bist ein Maler-Drauger. Okay, wo ist jetzt der andere? Oh, noch mehr Drauger. Komm schon. Nein, komm her. Komm her. Ich lass mich nicht verführen. So. Zack. Okay, ein Bogenschütze. Zack. Hey, du! Fiesling! Ich bin einfach ausgewichen. Zack und zack. So, gut, dass wir eine schwere Rüstung tragen, sonst wäre das ziemlich böse. Ich greife natürlich zuerst den ruhelosen Trauge an. Sehr schlau. Ins Wasser mit dir. So, zack, zack, zack. Tot. Okay, wo ist der Trauger Todesfürst? Ich weiß doch, dass da noch einer kommt. Wahrscheinlich muss ich dich zuerst erledigen. Gut, von mir aus. Bäm. Schön, wir haben noch 1 Minute. Wetten, jetzt kommt der Todesfürst. Oder? Nein, ein höherer. Ja, okay, ein Todesfürst bei dieser Stufe wäre natürlich auch geschrieben. Gleichzeitig, cool. Ja, guck, mein Schild, der ist cool. Ist ein richtig schöner Schild. Tschüss. Ah, und du gibst mir auch noch eine schöne... Ich kann doch nichts mehr tragen. Manu. Was soll ich jetzt machen? Okay, regardless of what wir jetzt machen... Ich werde die Folge jetzt wirklich zur richtigen Zeit beenden. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Und vergesst nicht, Suum Arc Mora.